Ihr Stadtfest hatten sich die Bewohner von Schorndorf östlich von Stuttgart wohl auch anders vorgestellt. In der Nacht zum Sonntag kam es dort zu sexuellen Übergriffen. Außerdem zu Gewalt gegen Festgäste und Polizisten aus einer Gruppe von mehr als 1000 jungen Menschen heraus. Landesinnenminister Strobel bezeichnete die Vorfälle als völlig inakzeptabel. Man dulde solche Exzesse nicht. Anton Jani und Sven Klaas mit den Einzelheiten. Auf den ersten Blick war es ein fröhliches Fest im schwäbischen Schorndorf. Doch was sich am Rande der Festmeile ereignet hat, sorgt heute bundesweit für Schlagzeilen. Sexuelle Belästigungen und Randale von Jugendlichen, viel aufzuarbeiten für Stadt und Polizei. Wir hatten bedauerlicherweise Übergriffe auf junge Frauen in der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag von irakischen und afghanischen Staatsbürgern. Und wir hatten auch Angriffe auf die Polizei mit Flaschen von Gruppierungen bei uns im Schlosspark. Hier im Schlosspark, abseits vom Stadtfest, treffen sich in der Nacht zum Sonntag rund 1000 Jugendliche, wie in anderen Jahren. Doch dieses Mal kommt es zu Gewaltexzessen. Unter den Jugendlichen viele mit Migrationshintergrund. Gerüchte, wonach die für die Ausschreitung verantwortlich sein sollen, kann die Polizei nicht bestätigen. Wir haben eine Lage gehabt in Schorndorf, die wir so von der Schorndorfer Woche noch nicht gekannt haben. Wir haben Gewalttaten aus einer Menschenmenge, die überwiegend friedlich war. Aber aus der Menge heraus haben wir Gewalttaten gehabt, Flaschenwürfe, das so bisher auch nicht da war. Generell stellen Sie hier fest, Gewalt gegen Polizeibeamte hat in den letzten Jahren zugenommen. Und Schorndorf ist kein Einzelfall. Die Gewerkschaft der Polizei beklagt 60 Angriffe auf Polizisten pro Tag in Deutschland. Wir haben hier quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen die Täter, die also die Uniformträger als Blitzableiter nehmen, ob alkoholisiert oder auch mit einer politischen Botschaft. Die Polizei in Schorndorf hat reagiert. Nach den Vorkommnissen am Wochenende wurde die Präsenz verstärkt. Das heißt, vielleicht Ruhe hier, aber die wachsende Gewalt gegen Polizeibeamte bleibt ein Problem in Deutschland.